Da bin ich wieder. Hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wieder mit Super Mario Party. Und wir nehmen jetzt das Kamek Brettspiel Brett vor, was wir sozusagen freigeschaltet haben. Wump, Domino, Domino haben wir, König Bonbon haben wir auch, Riesenobstparadies. Jetzt haben wir Kameks vertrackten Turm. Den nehmen wir definitiv auch. Gehen wir mal rein. Circa 60 Minuten. Eine Runde. Schauen wir uns das Spielbrett auch mal an. Sehr golden alles und sieht sehr schön aus. Mal sehen, was für spezielle Sachen es hier drauf gibt. Da gibt es Vorführung. Na, sieht doch schon mal ganz cool aus. Kameks vertrackter Turm. Da seid ihr, Abenteurer. Das letzte Spielbrett steht an. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja. Yep. Komplett vom Kamek entworfen. Macht ordentlich was her, nicht wahr? Da drüben, ganz in der Nähe, blickt eine große goldene Kamekstufe auf das Geschehen herab. Beachte stets die Worte der Statue. Sie sagt dir, wie viele Münzen du benötigst, um einen Stern zu erhalten. Ach, okay. Wie viel kostet wohl ein Stern? Bei den anderen ja immer 10. Die kann ich schon sehen, dass die unterschiedlich sein können. Okay. Es gibt auch einen Steinblock, der den Weg versperrt. Ich habe ihn sagen hören, dass jeder, der ihn passieren will, Münzen dafür bezahlen muss. Es kommt noch schlimmer. Wer vorbei will, muss Münzen berappen, als der letzte Spieler, der vorbeigelassen. Ach. Das ist echt viel. Ich muss mehr bezahlen als der letzte Spieler. Regeln brauchen wir nicht, die kennen wir. Nein. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Okay. Das ist immer besser, der Letzte zu sein. Das kann einen Vorteil bringen, der Letzte zu sein. Soll man nicht unterschätzen. Alle Startler, hier bekommt ihr 5 Münzen. Danke. Und los geht's. Wo kommt der Stern wohl hin? Oben bei Kamek, okay. Wir müssen jetzt definitiv fleißig Münzen sammeln. Der 2 Sterne? Wer hier rüberkommt, kann auch jetzt zu Beginn schon 2 Sterne auf einmal einheimsen. Oh Gott, da müssen wir richtig viele Münzen sammeln. Weiß es nicht. Uff, das wird spannend. Dann mal los. Bin ja gespannt. Okay. Los, Mario, zeig mal, was du kannst. Oh, er kann schon gleich was kaufen. Oh, was ist das? Ein Tornado, den er kaufen kann? Oh ja, ein Münztornado. Das ist natürlich schlecht. Aber naja, schauen wir mal. Daisy! Mario, mein großer Bruder Mario. Ja, oh nein, gleich ein Ereignisfeld. Was passiert da? Besonderes Ereignis. Oh nein! Kameks Helfer kommen und? Gut oder schlecht? Das weiß ich nicht. Okay, wir sind dran. Das ist unser normaler Würfel und unser Superwürfel? Okay. Ich suche den Superwürfel mal. Oh, okay. Hier landen wir wahrscheinlich da, wo Mario ist. Minispiel. So. Okay, alle gegen alle. Dreirad-Derby. Nein, gleichmäßig gebräunt. Ab ins Solarium oder was? Senkrecht halten. Das machen wir. Senkrecht. Achso, warte. Okay. Die Seite. Oh. So. Super. Okay. Das ist gar nicht so schwer. Gucken wir doch mal. Ah, der gute Koch.
Komm schon. Da. Mal drehen. Yes. Sehr gut, mal Luigi. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen, wa? Alle müssen die alles jetzt schaffen, das darf keiner ewig dauern. Ah. Sieht lecker aus. Neuer Rekord. Neuer Rekord. 20,99. Noch nicht schlecht. Daher mal messen mit den ganzen auf der Welt. So. Nächste Runde. Münzen bekommen. Das ist schon schlecht. Es gibt keinen zweiten Platz. Es gibt immer nur den dritten und vierten. So. Münz? Nein, nicht zufällig. Zufällig ist doof. Oh, doch ganz gut. Echt gehabt. Okay, eine 6. Eine 6 gewürfelt, die Sau. Oh, was passiert da jetzt? Kommt da hin? Magie-Cooper-Traum. Ich weiß aber nicht, was ist jetzt. Das Spiel gerade gleich mal angucken. Daisy. Was, hier ist mein Itemladen. Möchtest du etwas kaufen? Gerne doch. Klar, kaufst du auch den Münz... Münzklaufalle. Die Münzklaufalle. Super. So, komm Mario, wohin? Da wäre ich wahrscheinlich auch längst gegangen. Wo du zum anderen Weg eigentlich musst, ne? Aber naja, kann auch einmal außen rumlaufen. So. Gibt's doch gar nicht. Ich krieg immer nur Kacke. Ach nein, jetzt packt er mich doch auch wieder irgendwo hin. Ach Mann, das ist doch doof. Das ist doch schade. Das gibt jedenfalls 3 Münzen. Die gibt's nicht. Schade. Okay, alle gegen alle. Herz am rechten Fleck. Ah, ist das Doktor? Nee. Aufgabe in Richtung Herz blicken. Okay. Achso, okay, dann weiß ich. Okay, mal nur mit den Tasten. Langsam, ich bin eigentlich ein bisschen schneller werden. Ach, Mist, falsche Richtung. Okay. Nehmen wir hin. Probieren wir. Start! Yes! 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 Mario schneller. Ah! Das war doof. Yes! Oh nein! Yes! Yes! Ah, nein! Ah, oh, schade. Zweiter gewonnen. Immerhin. Reaktion wie eine Schlaftablette. Habe ich.
Sehr gut. Mario ist am Zug. Oh, es kann nicht klauen. Ah, okay, einen Stern kann er nicht klauen. Hat keiner. Aber gratis Münzen, von wem? Von mir. Hey, von Mario. Das ist gut. Mario braucht keine Münzen. Sehr gut. Noch was Ereignis? Komm schon, Daisy, zeig mir, was du kannst. Schlecht ist, kommt sie wieder zu der gleichen Stelle, wo auch ich bin. Mario! Oh nein, nur ein hat er. Aber gleich auf dem Glücksfeld, das gibt's doch gar nicht. Betrug. Ich glaube Mario. Wario. So. Fünf, da ist auch mal was. So, können wir mal ein paar Münzen klauen? Die klauen wir von Wario. Die meisten. Dass er gleich zwei Sterne kaufen kann, wenn er da hinkommt. So. Weiter geht's. Oh, ein Versus-Feld. Jeder Spieler setzt Münzen und dann wird ein Vibrationsspiel ausgetragen. Deine Platzierung entscheidet, wie viele Münzen du hältst. Okay. Wir gehen an. Vibrationswelle. Stimmt, wie viele Münzen jeder einsetzen muss. Fünf. Gut, der Gesamtwert beträgt 20 Münzen. Drücke bei der stärksten Vibration. Okay. Noch der Vorlauf. Okay. Start. Ja, das war. War ich gut? Oh, ich war schlecht. Ich dachte, ich wäre besser gewesen. An der Axt. Naja. So, nächstes Minispiel. Band. Ordentlich Geld schaufeln. Yes. Okay. So, suchen wir erstmal. Wo es vibriert. Okay, machen wir es mal. Fangen wir mal an. Start. Keine Münzen mehr. Okay, wir haben ja genug Münzen gesammelt. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Hätten wir auch einen Stern finden können, man weiß es nicht. So.
Super Mario, dann sag mal dein Können. Naja. Daisy ist im Zug. Und Daisy. Holt sie sich natürlich auch ein paar Münzen, weil sie an der Wolke vorbeikommt. Lakito, das weiße. Lakito. Oh! Bitch! Sollst du in der Hölle schmoren? Ich hoffe, die Röhre führt dich in den Abwasserkanal. Oh, noch kurz noch so ein geiles Feld. Oh, diese. Ich glaube, dieses Spielbrett hier gelingt mir nicht so, wie ich es gerne würde wollen. Ich versuche mal mein Glück mit dem Luigi-Würfel. Sechs. Was können wir denn kaufen hier? Gerne. Nur das Münzklau-Teil. Münzen kann man immer gebrauchen. Ein paar Münzen von. Den? Spinnern. So. Guck mal, Daisy hat echt zwei Items, die ich nutzen könnte. Passen. Ohne Mais kein Preis. Also Popcorn auffangen. Oh, war kein Popcorn. Ah, okay. Das verstanden. Okay. Am meisten, ne? Ja. Locker in die Tasche gesteckt. Das wird ein netter Kinoabend heute. Schön viel. Sieht gut aus. Für mich zumindest. Weiter geht's. Runde 5. Na komm her. I'm so excited. And I just can't hide it. Oh. Okay, hätte ich auch gemacht. Na, Daisy? Ah, die spart ihre Items auf, ne, die Sau. Noch Verbündeten. Also die hat es wirklich gut dieses Mal, diese Runde, muss man ja mal sagen. Da geht schon ab. Ja, da freut sich. Ich kann den Ort zeigen, an dem nicht ständig andere auf die herumstampfen. Ja, Kumpa. Wer nichts kauft, hat hier nichts verloren. Und so viele Items, die Leute. Wollen wir schon was kaufen gleich. Oh nein, ein Block. Und ich glaube, wenn das Ding oben auf dem weißen Feld landet, dann kann er jetzt einen Stern bekommen. Oh. Scheiße. Hat der ein Glück. Betrug!
typischen Schieberei hier, ne? Also ich glaube, der Computer, der weiß einfach so. Letztes Mal hast du so gut gewonnen, Bowser. Diesmal wirst du einfach knallhart verlieren und letzter werden. Hansen. Yes. Irgendwie ein Item, ja, okay. Mach ich auch. Ich hätte am meisten von euch. Ey, die blöde Kuh. Lass mir so so nachher meine Münzen, klaue ich dir die jetzt schon mal. Oh, das waren aber nicht viele. 3 Stück oder so, ne? Ah, 5. Und würfeln wir nochmal. 1. Juhu! Okay, nächstes Minispiel. Knipskeilerei. Fischfütterung, okay. Senkrecht halten. Handgelenk schlau verwenden. Achso. Achso, okay. Ja, okay, ich hab's verstanden. Bin bereit. Oh, schon wieder souverän gewonnen, würde ich sagen. Souverän, waagerecht halten mal wieder. Machen wir. Yes. Ah, leider ist er natürlich oben wegen seinem Stern. Ich hoffe, ich kriege noch welche, kann auch welche kaufen. Aber leider ist er auch dichter dran, um zu kaufen. Das ist blöde. Marius am Zug. Und würfel dich mal ins Aus, bitte. Komm, mit Glücksfeld. So. Ja, ernst. Easy. Ja, den kriegt das. Ah, Mario, okay. Das darfst du ruhig Mario geben. Den ollen Halodri. So oft, wie der dich da im Schloss hat sitzen lassen auf dem Gameboy. Oh. Okay. Eine 3. Eine 5. Okay. Kommst du denn hin? Okay. Mario, würfel du mal. So benutzt du deinen... Oh nein, sie hat auch noch einen Block gefunden. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt auch noch einen Stern bekommt. Mario, du bist dran. Oh, was macht er? Oh, Mario. Da wärst du sauer, Mario, ne? Kann ich verstehen. Oh, was passiert jetzt? Ah, cool. Also, nicht cool für Mario, aber cool für mich. Obwohl, das ist natürlich doof, wenn ich das Auto drauf lande. So, würfeln wir mal normal. Nein, einmal hin. In die Richtung.
Dann kann ich mich hintenrum hochgehen. Wenn ich schaffe, weiß ich natürlich nicht. Ich habe allerdings sehr viele Münzen. Das heißt, egal wie teuer die Sterne sein sollten, könnte ich sogar beide kaufen, wenn ich mal beide auf einmal kaufen darf. Das weiß ich natürlich. Boxbolt-Bataillon. Sollen wir in die blauen Felder gehen? Ist am besten, oder was? Mehr oder weniger Glückssache, ne? Oh, jetzt könnten ein paar Boxballer aus den Röhren kommen. Los geht's. Start. Ja, ich gehe jetzt immer nach oben und unten. Richtig ist, weiß ich nicht. Oben. Daisy könnt ihr auch noch erwischen. Ja. Sehr gut. Luigi. Ach, wenn ich Luigi sehe, dann freue ich mich ein bisschen auf Luigis Mansion, oder? Wenn das kommt. Das wird schon wieder witzig. Dann sammle ich ganz gut Münzen hier. Jetzt grinst Mario immer noch von Platz 1. Was scheiße ist. Oh. Krieg ich bestimmt, ne? Auch zufällig. Oh, easy, du blöde Kasper-Tante. Selber schuld. Würfeln darf auch noch die Sau. Hey. 3 kommt nicht weit bei mir. Glaube ich zumindest. So, Daisy, dann zeig mal, was du kannst. Oh, was kauft sie sich? Was man brauchen kann, ne? Gekauft. So, Mario. Also kannst. Okay. 6 werde so oder so würfeln. Achso, er wollte direkt. Gut. Aber ist das ein gutes Feld? Ist doch ein Pechfeld eigentlich, oder? Warum macht er das? Nicht dumm? Hey, willkommen auf dem Pechfeld. Mario, halte das Roulette an. Hey, verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Das war total behindert. Also das hat er überhaupt nichts gebracht. Würde ich behaupten. Ich das total bescheuert. Ja, muss man selber wissen, ne? Gut, wir sind dran. Also, gucken wir jetzt da hochzukommen. Oh, meine 5. Oh, endlich mal eine hohe Zahl. Also sonst immer die ganzen niedrigen jetzt halt. Was willst du denn haben? Klar, eine Münze zahle ich.
Oh, ich bin auch im Pechfeld gelandet. Nein. Ärgerlich. Aber auf jeden Fall sind wir ziemlich dicht dran. Mit 5 Münzen kann ich leben. So gerade. Oder? Kann ich. 2 vs. 2. Munitionsmatte. Okay. In Mathematik war ich eigentlich gar nicht so schlecht in der Schule. Mal schauen. Okay. Aufgaben in hohen Zahlen. Okay. Nochmal, warte mal. Ah, okay. Okay, ne, das ist ja nicht so schwer. Wissen wir, was wir machen müssen. Runde 1. 3. Oh, 15. Hier nur, ne? Nicht so viel. Ganz was wegballern. Wir haben natürlich nicht so viel geschafft. Naja, aber noch nicht alle Tage Abend. Hier haben die auch noch ein Bier. Hier 8. Okay, also fast gleich schon wieder, ne? Hier nur. Och man. Mario, du drückst doch auch nur Scheiße. Mario ist kein Verlass mehr. Ich möchte einen neuen Bruder. Oh, 6. Oh, hi, das war jetzt nicht nur meine Schuld. Entschuldigung, Mario, ich behalte dich doch. Ah. Letzte Runde, okay. Da reißt mir, glaube ich, nichts mehr. Oh, nee, da reißt mir nichts mehr. Schade. Aber verloren die Runde. Ende. Da ist auch so ein bisschen Glück dabei, ne? Kann wahrscheinlich auch super gut drücken, aber irgendwie war auch ein bisschen Glück dabei, glaube ich. Mal sehen. Ach, wirklich. Aber dafür haben wir noch richtig viele Münzen noch. Aufgepasst, es sind noch 3 Runden übrig. Oh, jetzt wird ein bisschen was geändert. Mario ist Platz 1. Luigi auf 2. Ich gewinne noch hier. Also ich kann es noch hängen reißen. Applaus bitte für... Oh! Ja, los! Erzähl uns was! Er hat gesagt, Wario wird gewinnen! Aber ganz überzeugt sah er nicht aus. Oh Leute, hier fällt Wario in eine Münzklaufalle. Ach nein! Scheiße. Von wem wird er die wohl klauen? Natürlich von mir. Gibt's 10 Münzen, das ist natürlich nicht schlecht. Ja. 3 Sterne kann man bei ihr kaufen. Aber jetzt kommt natürlich noch Carmack und meint, er müsste sein Feld noch ruinieren. Was ist los? Mehr Begeisterung bitte. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe, aber das lässt sich ändern. Das schießt er mit seinem PlayStation-Zauberstab. Damit schießt das Ding die PlayStation-Symbole, oder? So ein Riesenpech, weil es sehr gefährlich. Okay. Oh nein. 32, wie viel kann er kaufen? Nein, er kann alle 3 kaufen, weil er es hat. Scheiße. Naja, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Logischerweise. Nicht nur hätte ich gemacht. Sterne erhalten. 3 Stück, ey. Damit ist er gleich ganz oben. Aber gewinne ich wohl doch nicht mehr. Jetzt gucken wir, wie viel ein Stern kostet. 15 kostet es jetzt, okay. Ach so, wo geht die jetzt hin? Das wäre auch ganz gut zu wissen.
Ah, er kann auf jeden Fall keine Sterne mehr kaufen. Oder bleibt sie... Ach, sie bleibt da oben? Ah, okay. Das heißt, man könnte noch schnell hin und ein paar Sterne holen. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Wenn ich jetzt da oben hochkomme noch vor den anderen, werde ich mir wirklich vielleicht nochmal 3 Sterne einheimsen. Geht auch da längst okay. Muss auch mehr bezahlen. Oh, ich glaube, ich bin auch noch vorher dran, ne? Ja, ah, Mast! Mario ist auch noch da. Bitte, nur eine 1. Ach, verdammt, Axe. Hat er genug Münzen? Nee, er kann gar nicht so viele Sterne kaufen. Das ist aber blöd. Die wird ihr wahrscheinlich nicht auf. Kann ich mir zwar 2 Sterne holen, aber füllt sie die auch wieder auf? Also auf 3? Lässt sie die auf 2 jetzt? Also sie lässt die auf 2, ne? Shit. Shit. Hey, sind wieder 3, okay. Kosten jetzt 1 Stern. Mehr als 15 kann er nicht kosten, ne? 5! Doch gut. Tschüss, Mario. Okay. Jetzt müsste jetzt ja auf jeden Fall was Höheres werfen als eine. Also definitiv eine 2 würfeln. Scheiße. Wahrscheinlichkeit 1 würfeln natürlich auch da. Ah, eine 4. Gut. Jetzt können wir wieder 3 Münzen kaufen. Könnte ich natürlich noch gewinnen, wenn mir jetzt keiner die Münzen klaut. Bleibe ich ja oben, weil von Münzenpunkten habe ich natürlich viel mehr als die anderen. Aber Daisy ist noch hinter mir, das heißt, sie könnte sich auch noch welche holen. Ich kosten die Münzen jetzt aber auch mehr. Ja, die Sterne mehr. Kosten die ja 15 wieder, dann verliert sie natürlich sehr viele Münzen. Mal sehen, wie viel ein Stern einen Stern kostet. 10! 15, yes! Egal, ob sie die kauft, von den Münzen her bleibt sie niedrig. Ich darf noch ein paar Schritte gehen. Und ich will noch einen Partner, das ist auch gut. Egal, welcher das ist. Na, hui hui. Hui hui ist gar nicht so schlecht. So. Minispiel. Bin gespannt. X im Sinn. Nee. Nur nicht herumkrebsen. Na. Also. Nichts von haben erwischen lassen. Ach so, ich darf auch einen Hammer nutzen. Ah. Okay. So, ich bin also ein Arm, das ist schon nicht schlecht. Sehr gut. Naja, das war jetzt nicht so schwer. Musste fast gar nichts machen, aber trotzdem. Sehr gut. Okay. Irgendwie auch nicht Münzen für mich. Leider auch für Daisy. Aber die müsste jetzt ja 15 Zahlen pro Stern. Das heißt, selbst wenn sie sich 3 Sterne holt jetzt. Und. Mario ist am Zug. Nein, er klaut mir Münzen. Er klaut Daisy Münzen. Daisy. Ja! Brauch keine.
Ha! Das ist geklaut. Was sehr cool ist, ne? Bist du auf der anderen Seite. Gibt ja leider gar keine goldene Röhre, ne? Die wäre natürlich ein Highlight gewesen. Okay. Daisy ist am Zug. So, Daisy, jetzt bin ich gespannt. Oh, 6 auch noch. Na, okay. Hinkommt sie auf jeden Fall. Aber sie muss bezahlen. 45 muss sie bezahlen. Das ist natürlich echt, das ist echt hier ein Gamechanger, ne? Dieses mit den 3 Sternen. Das ändert natürlich alles. Kannst du echt nichts machen. Also rutscht natürlich direkt hoch. Aber ich glaube, ich verliere trotzdem, denn ich glaube, einer von den anderen war auf jeden Fall besser in Items einsammeln. Wahrscheinlich auch auf Ereignisfelder kommen oder so. So, ich rate nochmal. Jetzt kommt 10. So, 10 kostet es jetzt. Könnte ich mir auch noch erlauben. Aber ich komme da, glaube ich, nicht mehr hoch. Mario, du bist dran. Oh nein, sie kommt auch auf die andere Seite. Nicht ganz gut ist, ne? Na Mario? Schließt sich von deinem Bruder, was? Ah, er kommt auch aufs Ereignisfeld. Guck mal, das ist doch getürkt. Ja, ich sage, dass sie alle so viel Glück haben. So ein Würfelglück. Ganz ehrlich, die sollten alle in Las Vegas arbeiten. Komplette Sippschaft hier. Die stecken noch alle unter einer Decke. Ich suche mal den Boohoo-Würfel. Pff, war klar. War klar. Ja, ich komme auch auf die andere Seite. Okay, okay. Wir sollen wahrscheinlich alle da hinkommen. Was? Alle gegen mich. Oh, jetzt ist es spannend. Wie gehen wir denn? Auf die Glocke geben. Packendes Duell. Mitglieder der Dreierteams können 2 Pakete auf einmal tragen. Der Einzelspieler kann mit Hilfe der Drohne gegnerische Pakete klauen. Was mache ich denn damit? Ich soll hier rüber zu mir hin, okay. Ah, okay, ich hab's verstanden. Gut, geht's. Gut, gut. Schön die Amazon-Drohne hier. Also fast unmöglich für die 3, oder? Coole Drohne. Und ein schöner Vibrationsalarm dabei. Also Vibration dabei. Ich kann ihr keinen klauen. Ich dachte, ich könnte ihr vielleicht auch einen klauen. Oh, da. Letztes Paket drin. Oh, das war ein knappes Ding, ey. Ich dachte eigentlich, dass ich viel besser bin. Was? Auch ganz schön viele Pakete noch geschafft, die Blassnasen da. So. Kriegen wir noch mal ein paar Münzen. Das ist schon ganz gut, damit wir unseren Sieg sicher haben. Obwohl, sicher werden wir ihn nicht haben. Wie ich sehe.
denn die werden ja gleich noch die Bonussterne verteilen. Obwohl hier bei Carmack's Schloss kann ich mir alles vorstellen. Hier kann auch alles passieren. Runde. Ich klappe zu Münzen. Ich hätte ja Münzen genommen. Das bringt ihn doch jetzt eigentlich gar nichts mehr. Oder es bringt ihn doch nichts mehr, in der letzten Runde noch ein paar Items zu kaufen. Naja, jeder selbst für sich wissen, ne? Obwohl, na klar, Item Shop, dann kann er natürlich den Bonus bekommen, wenn der kommt nachher. Oh, eine 6. Eine 6 ist auch nicht verkehrt. Nein, warum gehen die alle da längs? Kannst nichts mehr kaufen. Ach doch, kann sie, das ist wieder aufgefüllt. Ja, okay, na gut, ja, klar, jetzt können wir natürlich dadurch nachher nochmal irgendwas bekommen. Gern eventuell. Wenn denn der Bonus kommt, kann ja auch ein anderer Bonus kommen. Einer, wer die meisten Schritte gegangen ist oder so. Aber da falle ich leider auch nicht. Oh, ich weiß, wen der Münzen klaut. Oh, das ärgert mich so ein bisschen fast hier. Die Runde geht, glaube ich, nicht an mich. Definitiv nicht. Sechs gewürfelt. Hier. Ah, okay. Mal schauen. Er geht oben lang. In die 6. Aber er kann keine Münzen mehr kaufen. Nee. Okay, wir müssen jetzt eine 9 würfeln. Und eine 7. Wir müssen versuchen, eine 7 zu würfeln. Oh, das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal. Das Spiel ist doch... Also, die bescheißen einen doch hier. Naja. So, Spiel ist vorbei. Letztes Minispiel. Ah, ich bin gespannt. Rollroutiniers. Ein kleiner Fisch. Oh, angeln vielleicht? Yes. Immer noch aus dem Super Mario Spiel auch noch. Okay. Gut, machen wir mal. Komm, nur eine Chance, nutze sie. Okay. Und keine kleinen Fische, ne? Start. Ja. Oh, yeah. Oh, no. Ja, ich bin der Einzige, der einen Fisch gefangen hat. Oh nein, er auch. Achso, jetzt wissen wir natürlich nicht, welcher den längsten hat. Natürlich habe ich den längsten. Ende. Wer denn sonst? Achso, wir reden von den Fischen, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch den längsten. Überall den längsten. Sehr gut. Hängt da runter der Aal. So. Das war das letzte Spiel, jetzt wird zusammengefasst. Alle Runden sind beendet, dann ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Diese extravagante letzte Abenteuer ist hiermit abgeschlossen. Was für ein sternreiches Finale das doch war. Wer hat denn nun gewonnen? Verteile erstmal die Bonuspunkte. Also dann gehen wir nochmal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Gibt einen Stern für jeden Bonus. Der erste Bonus ist der Gruppenbonus. Oh, der Gruppenbonus. Das bin wohl nicht ich. Ich habe glaube ich nur Huibui gehabt, oder? Reicht das? Ja, kriegen wir beide ein, okay. Wir sind auch 3 Sterne gehabt, ne? Dann haben wir beide jetzt 4. Bin nicht so geil. Und welches ist wohl der zweite Bonus? Der Trödelbonus. Der Trödelbonus ist der... Ich glaube, ich bin die wenigsten Felder gezogen, oder? Ach, ein Mario, du Drecksau. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wer gewonnen hat. Könnte ich natürlich trotzdem sein, 4 Sterne.
Yes! Und wieder gesiegt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet mehr, aber... Ja, Glückwunsch. Mein Gott, ich habe eine Glückssträhne hier im Spiel. Hier stehen jetzt 82... Ah, nach den Münzen denn, ne? Echt, aber... Rüdelwohnung. Da echt, bin ich echt am wenigsten gegangen. Ist Mario echt am wenigsten gegangen? Mario? Ja, 22 Schritte. Echt, wa? 29. Na gut. Ja gut. Beenden wir das Ganze mal. Oh, wir kriegen wieder ein paar Punkte. 4000 sogar. Ein Gewinnerbonus von 2000 noch dazu. Oh, was ist das? Du hast alle Spielbretter von Mario Party abgeschlossen. Schnüff, ich muss fast weinen vor Rührung. Durchhaltevermögen trotz größter Hindernisse. Das ist ein Beweis wahrer Beharrlichkeit. Zum Lohn verleihe ich dir das Beharrlichkeitsjuwel. Es leuchtet, als wenn Flammen darin lodern würden. Juwel erhalten. Ach, und dann kann man, guckt das an, man kann 5 Juwele also finden. Leg dich ins Zeug, um ein Superstar zu werden. Bravo, das war fantastisch. Damit Vertrag der Turm geschafft, bravo. Du hast das Beharrlichkeitsjuwel erhalten. Stimmt. So. Ja, das war's mit Carmex Brett. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.